Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen The Drum Book Tutorial bezüglich der Drum Soli. Heute geht es um die Achtelnoten und wir haben heute unter anderem Fußhaltakzente, Offbeats und kreative Viertels mit enthalten. Ich spiele das Solo als allererstes in einem sogenannten Zieltempo, also etwas schneller, und danach sehr, sehr langsam in einem Übetempo, um es einfach besser nochmal nachvollziehen zu können. Viel Spaß!